Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. In dem heutigen Video geht es um neue Herausforderungen, bei der ihr kostenlos eine Pickaxe, eine Waffentarnung und einen Gleiter freischalten könnt. Wie ich mitbekommen habe, wird es ein Live-Event geben bei der Agency und dieses Live-Event wird Herausforderungen mit sich bringen, wo ihr dann diese Items freischalten könnt, Leute. Ich werde euch nun sagen, welche Herausforderungen diese sind und euch zeigen, wie man sie löst, damit ihr nach dem Event direkt damit beginnen könnt. So, Aufgabe Nummer 1. Lande bei der Agency. Das erklärt sich ja von selbst, Leute, und für diese Mission bekommt ihr 40.000 EP. Kommen wir zur Aufgabe 2. Überlebe Augen des Sturms. Insgesamt 10 Mal müsst ihr Augen des Sturms überleben. Dafür müsst ihr einfach 10 Sturmphasen überleben, Leute, und ihr bekommt hierfür erneut 40.000 EP. Weiter geht's mit der Aufgabe 3, bei der ihr dann die Spitzhacke freischalten könnt. Ihr müsst bei Spionagebasen 3 verschlossene Truhen öffnen. Das sind die, die man nur mit einem Handlanger öffnen kann oder verkleidet öffnen kann, Leute. Davon müsst ihr insgesamt 3 Stück öffnen. Dann kommen wir zu Aufgabe 4. Aufgabe 4 ist wieder eine 40.000 EP Aufgabe. Dafür müsst ihr über die Luken bei der Agency schwimmen. Ich zeige euch diese mal, Leute. Das sind hier um die Agency herum. Diese Luken. Da müsst ihr einfach drüber schwimmen und dann habt ihr die Aufgabe 4 auch schon gelöst. Weiter geht's mit der 5. Aufgabe, bei der ihr 3 Handlanger bei verschiedenen Spionageunterschlüpfen töten müsst. Ich blende euch nochmal auf der Karte alle Unterschlüpfe ein, damit ihr direkt wisst, wo ihr hin müsst. Und für diese Aufgabe bekommt ihr dann diese Tarnung. So, wenn ihr nun alle 5 Herausforderungen abgeschlossen habt, bekommt ihr als Belohnung noch diesen Gleiter dazu, Leute. Das war's dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, dann schreibt es mir doch in die Kommentare. Haut den Daumen nach oben und lasst auf Ehre ein Abo da. Ich freue mich über jeglichen Support, Leute. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.